Hallo ihr Lieben, heute mache ich ein Video dazu, wie ich meine Pinsel wasche und zwar mit einer Haushaltskernseife. Ich wurde gebeten, dass ich das mal mache und deswegen kommt das heute. Und vorweg wollte ich euch noch ein paar Informationen zu der Pinselseife bzw. zu der Kernseife geben. Und ja, ich benutze eine Haushaltskernseife von Dalli und zwar kommt die in dieser Verpackung hier. Und wie ihr seht, da ist schon ein Stück raus. Die kostet 85 Cent für drei Stücke a 100 Gramm, also für insgesamt 300 Gramm. Das sind wie gesagt solche Stücke. Und ja, ich habe jetzt meine alte Pinselseifendose genommen, das ist diese hier. Und zwar von Da Vinci. Und, was ich dazu noch sagen muss, die Kernseife hat wohl identische Inhaltsstoffe im Vergleich zu der hier. Also ist wohl von den Inhaltsstoffen her gesehen ein exaktes Dupe. Also ich habe diesen ganzen Block Kernseife hier reingedrückt. Das sieht jetzt nicht so exakt toll aus und ein bisschen abgeranzt. Habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt. Sieht man, glaube ich, auch, dass hier so eine coole ist, wenn es nicht gerade unglaublich blenden würde. Aber ja, jedenfalls habe ich das einfach da reingedrückt. Das ging ganz gut. Die ist sehr weich, die Seife. Und dann war noch so ein Mini-Stück Überschuss. Das habe ich dann, wie man hier sieht, an den Rand einfach noch reingequetscht. Ja, und das ist die Pinselseife, die ich jetzt benutze, beziehungsweise die Kernseife. Und ja, es könnte sein, dass ich eventuell ein bisschen grob mit meinen Pinseln umgehe. Ich weiß, dass ganz viele Leute ihre Pinsel so waschen, dass sie nur ganz sanft durch die Seife gehen. Und ich wirbel das Ganze halt wirklich rum. Aber ich persönlich wasche meine Pinsel auf diese Art und Weise teilweise schon seit 2 Jahren. Und die haben noch kein einziges Haar verloren. Und die haben ihre Form auch nicht verloren. Deswegen so schädlich kann es jetzt nicht sein, dass ich die so rumwirbel. Ich wollte es aber nur mal sagen, weil ich halt von ganz vielen Pinselwaschvideos weiß, dass viele Leute die viel sanfter waschen, aber für mich ist das nicht sauber genug und deswegen wasche ich die so ein bisschen, ich sag mal, ruppig. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann. Und ich zeige euch jetzt in meinem Bad, wie ich das Ganze wasche und wünsche euch damit viel Spaß und hoffe, es ist irgendwie hilfreich. Ach ja, genau. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für die Leute, die was anderes zum Pinselwaschen benutzen, aber Probleme haben, zum Beispiel die Foundation aus den Pinseln zu bekommen. Das zeige ich in dem Video auch. Nämlich Kokosöl oder generell andere ölhaltige Produkte. Ich habe auch schon Haaröl genommen, als ich nichts anderes da hatte. Damit kriegt man das auch ziemlich gut raus. Aber wie gesagt, das zeige ich euch auch noch in dem Video. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen. Und dann wünsche ich euch jetzt ja, wie gesagt, viel Spaß und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich dann auch jetzt schon mal. Und ja, bis zum nächsten Video, beziehungsweise bleibt dran für diesen Teil, wie auch immer. Tschüss. So, ihr seht jetzt, ich habe meine Pinsel jetzt hier bereit. Und hier liegt noch die Seife, die ich benutzen werde, habe ich euch ja jetzt auch schon gezeigt. Und ich erkläre euch nur mal kurz, was ich mache, weil ich gleich das Wasser anmache und dann versteht ihr mich nicht mehr, wenn ich rede. Also ich werde jetzt gleich das Wasser anmachen, die Pinsel ganz leicht nass machen und hier auf die Seife auch ein paar Tropfen von dem Wasser streuen sozusagen. Und dann wirbel ich meine Pinsel darin herum. Und dann nehme ich meine Handfläche und wirbel da den Pinsel nochmal extra rum. Also nicht die ganze Zeit in der Seife, sondern praktisch, dass der Pinsel Seife aufnehmen kann. Und dann wird der praktisch auf meiner Hand geputzt. Ja, und dann spüle ich das Ganze ab und knete das so ein bisschen durch. Spüle nochmal ab und ja, so lange, bis ich halt keinen Schaum mehr feststelle. Manchmal mache ich es auch so, dass ich dann nochmal über meine Hand gehe und teste, ob es nochmal schäumt. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal eben. Aber die Erklärung wollte ich halt vorweg noch sagen, weil ich halt nicht reden kann, während das Wasser läuft. Oder zumindest wäre das dann, glaube ich, ziemlich unangenehm. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal, was ich euch gerade gesagt habe. So, der ist jetzt geputzt. Was ich dann meistens noch mache, ist so ein bisschen aufschütteln, einfach damit ja das Ganze ein bisschen gelockert ist und das leichter trocknen kann. Ja, und den lege ich dann auf ein Handtuch, was ich hier bereitgelegt habe auf dem Boden. Das kann ich euch auch mal eben zeigen. Das Ganze wäre da und wie man sieht, habe ich den einfach nur dahingelegt. Aber ich zeige euch nachher noch meinen richtigen Pinseltrocknungsplatz. Das ist jetzt nur während der Wäsche. So wie man sieht, sind nur noch diese drei Pinsel übrig und was die alle gemeinsam haben, mit diesen Pinseln habe ich Cremeprodukte aufgetragen. Also hier mit den beiden hier Foundation und mit dem hier Concealer. Und ja, diese Kernseife hat mit Foundation auch keinerlei Probleme. Allerdings hatte ich davor
Baby-Shampoo, seifenfreie Waschstücke, was auch immer, die keine Foundation aus den Pinseln bekommen haben. Und deswegen, ich zeige euch jetzt, dass die Kernseife das ziemlich gut rausbekommt, auch wenn man ein, zwei Waschgänge eventuell mehr benötigt. Aber ich zeige euch auch noch einen kleinen Trick, falls ihr ein Produkt habt, was jetzt nicht unbedingt diese flüssigen Produkte rausbekommt. Dann zeige ich euch einen kleinen Trick mit meinem Allzweckhelfer Kokosöl sozusagen. Ja, aber jetzt erstmal nehme ich jetzt hier mal diesen Concealer-Pinsel hier und ja, ich nehme jetzt einfach mal ja den Foundation-Pinsel und mit dem hier teste ich, also zeige ich euch das gleich mit dem Öl, aber mit dem hier mache ich es jetzt erstmal mit der Kernseife. So, wie man sieht, die Pinsel sind jetzt super sauber und das hat jetzt nur die Kernseife geschafft. Deswegen, ich bräuchte eigentlich dieses Öl nicht, aber ich wollte euch halt diesen Trick zeigen, weil ich den halt früher gebraucht habe, als ich noch nicht diese wundervolle, super tolle Kernseife hatte. Und wie man merkt, ich bin ziemlich begeistert von der, weil die einfach wirklich alles aus den Pinseln rausbekommt und das so viel Arbeit und Zeit spart. Ja, aber jetzt kommt erstmal der Öltrick. Also angenommen, ihr habt jetzt einen Pinsel, den ihr zum Foundation-Auftrag benutzt habt, wie diesen hier, wo ihr, egal mit welchem Produkt ihr es probiert habt, einfach das Produkt nicht rausbekommt. Dann der einfache Trick, ihr nehmt euch ein bisschen Kokosöl, es kann auch jedes andere Öl sein. Ich habe es auch schon mal mit Haaröl gemacht. Und dann geht ihr einfach so ein bisschen da rein und gebt ein bisschen was davon auf eure Handfläche. Und dann könnt ihr den Pinsel nehmen und den hier umherwirbeln sozusagen. Und dann könnt ihr das so rausstreichen sozusagen. Ihr seht es jetzt hier vielleicht, dass hier ganz viel Produkt jetzt dran ist. Und dann immer wieder abwaschen und neu probieren. Und das Öl pflegt zeitgleich auch den Pinsel. Und wie man. Und ja, ich mache das jetzt einfach ein paar Mal und dann zeige ich euch das Endergebnis. Das Ganze funktioniert natürlich nur in Verbindung mit eurer normalen Seife, die ihr immer benutzt. Sonst sieht der Pinsel so aus und das will man ja auch nicht. Ich wollte euch nur zeigen, dass dieses Öl halt die Produkte aus dem Pinsel rauszieht, die da praktisch noch in den Haaren sich verfangen haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Produkt so ein Pinsel einfach schlucken kann. Ja, wie gesagt, also so würde ich natürlich keinen Pinsel jetzt lassen. Das muss halt immer so laufen, dass ihr zum Beispiel einmal mit der Seife rangeht, also eurem normalen Waschprodukt, dann eine Ladung Öl und das macht und dann wieder mit Seife und so weiter, bis das halt sauber ist. Aber ich brauche das Ganze ja nicht, weil ich meine Kernseife habe. Und meine Kernseife kriegt das Ganze auf jeden Fall super raus. Ich wasche mir jetzt erstmal die Hände. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie die Kernseife das Ganze einfach schnell und einfach entfernt. Und ihr seht es schon hier, die färbt sich jetzt schon ein. Und da kommt wieder einiges an Produkt raus. Und wenn ich das jetzt wieder hier rumwirbel und so weiter und so fort und auch noch in Verbindung mit dem Öl, seht ihr jetzt schon, wie viel da einfach noch rauskommt an Produkt. Und deswegen meine ich, also wenn ihr keine gute Seife habt, dann müsst ihr da echt einige Waschgänge machen mit dem Öl und der Seife. Aber die hier hat halt den Vorteil, dass er einfach so viel rausholt aus dem Produkt. Ich spüle das jetzt Ganze, das Ganze nochmal ab und wiederhole das jetzt nochmal mit der Seife und dann müsste der Pinsel eigentlich sauber sein. So, wie man sieht, auch dieser Pinsel ist komplett sauber. Hier liegen jetzt alle Pinsel, die ich jetzt gerade gewaschen habe. Und ja, ich putze jetzt mal erstmal das Waschbecken sauber. Und die Pinsel, die trage ich jetzt rüber in mein Zimmer zu ihrem richtigen Trocknungsplatz, nahe am Fenster und nahe an der Heizung. Hier liegen sie jetzt alle und es ist einfach wichtig, dass die flach aufliegen und nicht irgendwie so das Wasser in den Pinselkopf laufen kann, damit der Kleber nicht gelöst wird. Und es sollte natürlich auch ein ganz guter Abstand zwischen den Pinseln sein. Die sollten nicht alle aufeinander geknubbelt sein. Aber ich denke mal, das wisst ihr auch alle. Ja, und wie gesagt, so sieht das Ganze jetzt aus. So liegen die jetzt einen Tag, bis sie trocken sind. Ja, und das war's auch schon zu meinem Pinselwaschvideo. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen oder gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss!